Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Diplompsychologe, ja, und so weiter und so fort. Heute ein bisschen verlangsamt, ich bin derbe erkältet, aber wollte dieses Video doch gerne mal machen. Ich hoffe, kriegt das gut über die Bühne. Und zwar sehen wir gleich ein Interview mit Farina, oder wie sie eigentlich heißt, Novalana Love, super. Ich weiß, ihr sind nicht alle hier auf meinem Kanal, sind so auf Social Media, aber die hat 2 Millionen Follower. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und sagt hier in diesem Interview was über, ja, vermutlich chronisches Fremdgehen, wo mir echt die Haare zu Berge standen, und dachte ich mir, das Gefühl, das müssen wir nochmal in eine andere Perspektive mal reinbringen. Novalana Love ist, also ich kenne die über Aileen, die fand die immer sehr gut, ist so eine Influencerin der ersten Stunde, also nicht jemand, der jetzt über Trash TV oder so bekannt geworden ist, hat sich wirklich hochgearbeitet, ist auch, wenn ihr sie mal seht, gleich ganz vielen Werbungen als Plus-Size-Modell super erfolgreich. Und ja, und wir sehen sie jetzt in dem Podcast, wie heißt der, Baby Got Business, verlinke ich ja drunter natürlich auch nochmal, wie sich das gehört. Und wobei, das scheint auch gleichzeitig ihre, weiß ich nicht, Social Media Agentur oder so zu sein. Und genau, was kann man noch sagen? Also genau, also wir kennen sie auch ein bisschen viel, weil sie einen Golden Retriever hat und echt lustigen Content macht. Und sie ist mit einem DJ verheiratet, wo die Beziehung wohl auch auf und ab ging, es immer wieder Gerüchte gab über Fremdgehen. Dann sind sie nach Dubai gefahren, ich glaube über Silvester, und sie hat irgendwie aufs Kind aufgepasst und er nichts Besseres zu tun, als ja, in so einem öffentlichen Platz, was natürlich auch gefilmt wurde, ja, jemand anders ihr zu küssen, sehr wahrscheinlich wieder, das deutet sie auch immer wieder an. Und ja, und sie hat dann ein, zwei Tage später, da geht es gleich auch los, dass ich mache so einen kleinen Ausschnitt hier nur, dass sie dann eigentlich ein sehr gutes Statement geschrieben hat. Ja, das ist natürlich, und sie unter, weiß ich nicht, dass sie das so auch nicht fortsetzen möchte und dass sie was Besseres verdient hat. So, also was man auch so denkt, so Empowerment mäßig, und ja, also in dem Tonus für eine starke Frau und was weiß ich. Trotzdem, ich hatte damals auch schon gedacht, na, irgendwie so wie so eine hundertprozentige Absage hört sich das jetzt auch nicht an, weil wir immer wieder über Standards und Dealbreaker reden, dachte ich mir, wäre das ein super Thema, weil jetzt ist tatsächlich so, dass sie ihn wieder zurückgenommen hat, so, ne? Also, und sie sagte jetzt wirklich bemerkenswerte Sachen, die wahrscheinlich viele kennen hier aus meinen E-Mails. Ja, und sie bringt da auch noch am Frauentag eine Haltung rüber, auch noch in so einem Woman Empowerment Podcast, eine Haltung rüber, die überhaupt nicht empowered ist und die ich wirklich, also ich habe jetzt überhaupt keinen Front gegen sie. Wie gesagt, ist mir auch eher sehr positiv aufgefallen. Aber da stehen mir so die Haare zu Berge gestanden, weil sie so eine Ultra-Reichweite hat, würde ich da auch einfach gerne noch was zu sagen, wer auch immer das dann guckt jetzt hier. Weil ich das wirklich, also ich kann natürlich machen, was sie will, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde es aber so als Thema, wie sie damit umgeht, finde ich es haarsträubend so. Also dann gehen wir doch mal rein, ne? Würde ich mal sagen. Gut. Haben dann da irgendwie so, ein, wir holen so eine PR-Strategie. Genau. Ja. Also überhaupt, ich war ja nicht mal im Land. Ja. Also das hast du so krass mit dir selber da gemanagt und geplant anscheinend, ja, ja auch so ein bisschen. Und ja, dieses Statement war ja so toll auch. Also das war jetzt dieses Statement, als sie gesagt hatte damals, so geht's jetzt nicht, ich trenne mich jetzt, ich bin eine Empowerment-Frau quasi so, und ja, so geht's nicht weiter. Boah, also ich keine Ahnung von, alle, ob das gut ist oder nicht. Pass auf, alle kamen zu mir und sagen, toll geschrieben, Anni. Ja. Toll geschrieben. Witzig. Und ich so, ey. Das habe ich einfach nach. Den Credit kann ich nicht machen. Ja. Kann ich leider nicht einheimsen. Witzig. Aber habt ihr dann sein Statement irgendwie auch zusammengeschrieben oder ist das voneinander losgelöst passiert? Genau, dann hat er auch, also wie gesagt, die sind verheiratet, haben ein Kind, haben, glaube ich, ganz neu gebaut, Riesenhaus, und
Ich werde hier auch mal, habe ich wahrscheinlich dann schon längst gemacht, auch mal ein Bild von den beiden einblenden. Ich finde so ein bisschen, also ich kenne ihn überhaupt nicht, aber sieht für mich auch, DJ wirkt auf mich wieder klassische Bad Boy, das deutet sich auch so ein bisschen teilweise an. Und er hat dann auch ein Statement rausgegeben und hat es auf den Alkohol geschoben. Er hat dann gesagt, ja, er hat ja auch ein bisschen Alkohol-Themen. Und das fand ich schon höchst bedenklich, weil, ich meine, das Erste, wenn du irgendwie da die Hilfe suchst in Bezug auf Alkohol, ist, glaube ich, das Erste, was die immer machen, Verantwortung übernehmen. Und also ganz ehrlich, wenn man sich unter Alkohol nicht im Griff hat und mit fremden Frauen rumknutscht, ja, kann man nicht sagen, es liegt am Alkohol, sondern es liegt daran, dass man vorher Alkohol getrunken hatte. Das Statement fand ich persönlich auch echt schlimm, aber gut. Oder also, das ist schon voneinander losgelöst passiert, aber er hat es mir dann, bevor er es veröffentlichen wollte, schon geschickt. Und ich habe gesagt, ja, okay. Also am Ende des Tages so, es ist jetzt nicht krass böses Blut bei uns geflossen, weil ich weiß nicht, ich war einfach nicht mehr, ich bin nicht mehr so attached zu der Sache, wie ich es mal war. Ich war früher rasend eifersüchtig. Wirklich ganz, ganz schlimm. Zu Recht auch noch. Und das war aber diese Verliebtheitsphase, wo man wirklich auch im Dreieck springt und ach, das war einfach, und das ist alles nicht mehr so. Das ist jetzt einfach schon ein anderes Level. Also übersetzt, er ist fucking illoyal. Hör ich jetzt mal so raus, wenn ich das richtig interpretiere jetzt. Und ja, hat die Grund gegeben, also berechtigte Eifersucht, und sie ist jetzt an so einem Punkt, das darf sie natürlich sagen für sich, wo sie sagt, ja, juckt mich jetzt nicht mehr. Ich meine, sie muss natürlich definieren, was Dealbreaker für sie sind, so, ne? Aber ja, gut, wir gucken gleich nochmal weiter. Ich finde, wie sie diesen Turn, den sie hat, wie gesagt, finde ich sehr problematisch. Und was ich immer sage, wenn, das kommt gleich auch nochmal das Thema, wenn jemand nicht treu sein kann, dann ist es besser, einfach eine offene Beziehung zu führen. Fertig. Ne? Dann einfach die akzeptieren, wie es ist, dann sofort sagen, okay, ab jetzt haben wir eine offene Beziehung, mach, was du willst, schütze dich, kann ich eh nicht verhindern, und dann der Realität ins Auge zu sehen. Und das scheint mir hier nicht so richtig stattzufinden. Und wie sie drüber redet, also entweder ist es hier wirklich komplett egal oder sie ist spaßig jetzt gemeint, sie hatte schon Stockholm-Syndrom, weiß ich nicht, oder hat sich schon dran gewöhnt. Einen wird sie jetzt nicht haben, aber hat sich schon so dran gewöhnt oder ist so, weiß ich nicht, kann mir jetzt bei ihr gar nicht vorstellen, dass sie so emotional abhängig von denen ist, aber wie kommt man zu so einer Aussage? Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich, sowas zu sagen ist eigentlich, im Subtext ist eigentlich, ich werde es auch in Zukunft drüber weggucken, und Subtext ist auch, ich akzeptiere, das ist natürlich nicht bewusst, akzeptiere, dass das weiter passieren wird, ne? Fertig, ne? Weshalb man, und jetzt auch seitdem Nola da ist, das ändert natürlich auch alles, man ist viel mehr bei sich, und ja, also das, na, ich habe mir das angehört, ich habe es mir angeguckt, und ich habe natürlich auch meine Sachen, die mir wichtig waren, weil ich weiß, dass von ihm immer ein falsches Bild vermittelt wird, weil er das auch will. Das ist sein Bild, was er vermittelt. Sein Image im Internet, habe ich absolutes Verständnis für, und da, ja, also mit Image meinst du wahrscheinlich sein Bad Boy-Image. Und was ich immer so schade finde, auch hier, wenn sich wieder die Red Pillar bestätigt finden, die sagen, ja, alle Frauen wollen Bad Guys. Und wenn es nicht genug Bad Guys gibt, dann teilt man sich den sogar lieber mit anderen Frauen. Das sagen die ja immer, ne? Und ja, aber hier haben wir eigentlich eine Frau, die einfach keine Grenzen setzt. Wie gesagt, das darf sie natürlich. Und sie darf auch sagen, Familie ist mir wichtiger. Nur was, das ist für mich, aber wenn man ganz ehrlich ist, und das jetzt mal abstrahiert von ihr, ist das so ein Denken aus den 50ern des letzten Jahrhunderts, ne? Es wird alles für den Deckel drüber gelegt, man akzeptiert alles. Und das ist für mich genau das Gegenteil von so Female Empowerment, ne? Also das, ja. Das finde ich sogar gut, weil ich kenne eine Seite von ihm, die keiner kennt. Und das ist etwas, was wir haben, so was wirklich auch toll war. Nicht alles ist oder war schlecht. Ja. So, und das habe ich natürlich dann auch gemerkt, Rechel. Ja, das wird ja auch in jeder toxischen Beziehung gesagt. Ich weiß nicht, ob der in der Beziehung ist toxisch ist, aber jeder, das kriege ich in jeder E-Mail, es war nicht alles schlecht. Ja, aber ich sage dann immer, Kim Jong-il hat bestimmt auch mal einen guten Tag, so, also jetzt ohne das vergleichen zu wollen, ne, verstehe mich jetzt nicht falsch.
Aber ja, kein Mensch ist immer böse, ne? Und das ist genau, was ich immer predige, um nicht in toxische Beziehungen zu kommen, nicht unter die Räder zu kommen, dass es eben Standards gibt, die darf man gern, da kann man gern sagen, ich mache so einen Mittelwert und guck mal, wie es so läuft. Und es gibt Dealbreaker. Und wenn es Dealbreaker gibt, was für meistens die meisten Leute fremdgehen ist, vor allen Dingen, also mehrfaches, also ich würde jetzt mal sagen chronisches Fremdgehen, da weiß man einfach, also ich weiß das zumindest als Paartherapeut, dass es in aller Regel nicht aufhört. Ja, und wenn man das als Dealbreaker, dann wird eben nicht so ein Mittelwert gebildet, sondern wird gesagt, Dealbreaker sind Dealbreaker und die können nicht aufgewogen werden durch schöne Seiten. Das ist exakt mein Konzept und sie demonstriert hier, darf sie natürlich, wie gesagt, genau die Gegenseite. Relativ schnell nach Wochen und na, er hat sich natürlich auch Mühe gegeben, ne? Sagen wir mal so. Ja, aber sie geben sich immer Mühe, diese Menschen, also Frauen gibt es übrigens genauso, das ist jetzt kein Männer-Frauen-Thema. Aber diese Menschen, die sich so dann, die sagen dann immer, das ist ja dieser Zyklus in diesen Beziehungen, ne? Love, also ich sag jetzt mal nicht Love, also eine Honeymoon-Phase, eine Phase, wo es irgendwie scheiße läuft und dann kommt es zum Eklat und dann geht das Ganze wieder von vorne los mit wieder annähern, es tut mir leid. Also ich bin sicher, dass durch diese Schleife schon, könnte ich mir vorstellen, schon x-fach durchgegangen sind und ja, man, weil man selber auch unter so einer Heiß-Kalt-Dynamik ist und sie mag ihn ja auch offensichtlich, warum auch immer. Und ja, vielleicht selber denkt sich auch, kann ich auch verstehen, was der Vater des Kindes, wir sind verheiratet. Ja, ist man auch froh, ja prima, hat sich ja entschuldigt, wird bestimmt besser. Und man glaubt das in dem Moment auch. Also und von außen, ja, werden wahrscheinlich, ich vermute mal, die meisten sagen, das wird wieder passieren, ne? Das wird wieder passieren und ja. Es ist kompliziert nach wie vor, aber das Statement, ich habe es extra auch so ein kleines bisschen so geschrieben, als wäre es nicht ganz endgültig. Ja, das hatte ich auch so das Gefühl. Weil ich wusste, ich bin gerade nicht ich selbst. Ich habe das so in dem Moment gefühlt und das war mir wichtig. Also was sie jetzt gerade sagt, wenn man klare Grenzen setzt, dann ist man nicht man selbst. Und wenn man keine klaren Grenzen setzt, dann ist man selbst. Und das finde ich für jemand, der so eine Reichweite hat, super problematisch, muss ich echt sagen. Ne? Das auch so loszuwerden. Aber da hängt noch mehr dran. Es sind andere 90% auch nicht scheiße. Es ist dieses eine Problem, was wir haben und wogegen man ankämpfen kann und möchte. Und ne, der Wille ist da. Und ich habe auch in dem Statement geschrieben, wenn mich jemand um eine Chance bittet, dann gebe ich die. Ich möchte ja nicht diejenige sein, die nicht alles versucht hat. Gerade jetzt, wo ein Kind im Spiel ist, eine Ehe, man hat sich ein Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten. Klar. Ja, auch das ist für mich ein Konzept aus dem wiederum, das hat genau das Gegenteil von Female Empowerment, das ist so, ja, ich habe dir ein Eheversprechen gegeben und dann toleriere ich deine krassen, illoyalen Grenzüberschreitungen, ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, da kommen wir gleich noch zu, das sage ich jetzt mal nicht. Ja, ist das ein bisschen einseitig, um ehrlich zu sein, aber ich kenne, wie gesagt, auch diese andere Seite und weiß die sehr zu schätzen. Und mit jemand anderem hast du andere Probleme. Und ne, bist du da überhaupt in der Lage zu? Bei mir ist es... Ja, mit einem anderen Mann hat man andere Probleme. Ja, ist auch wieder so eine Rationalisierung, das einfach weiterzumachen. Nee, ist, wenn sie nicht weiter Bad Guys denken würde, hätte sie... Aber das ist auch, das finde ich wirklich auch schade, auch für die vielen netten Männer, muss ich wirklich sagen, die immer wieder sehen, dass Frauen die Bad Guys nehmen, sich schlecht behandeln lassen und sich fragen, warum, ne? Und warum, wozu soll ich jetzt noch nett sein irgendwie, ne? Und wenn die damit alles durchkommen, und das ist frustrierend, ne? Es ist ein Riesenchaos gewesen, wirklich ein Riesenchaos. Ich war noch nie an dem Punkt, an dem ich war. Ich war immer, ehrlicherweise, immer bei ihm. Ich war nie, egal was er hätte machen können, was er will, so ein kleines bisschen. Aber ja, diese Aussage, da stehen mir ganz ehrlich die fucking Haare zu Berge. Wirklich, das ist, also wenn du in einer Beziehung bist, wo du sagst, ich bin so pluspolig, ich sage jetzt mal, verknallt, dass ich sage, du kannst eigentlich alles machen, dann seid ihr echt in Gefahr. Ah, sorry. Ich kann euch nur sagen, mein Rat ist,
geht nie in eine Beziehung, so toll, den ihr Menschen auch findet, wo ihr sagt, ich verzeihe alles. Das ist genau, wo dieser, wo sowas bei rauskommt. Wie gesagt, sie kann jetzt für sich sagen, ist mir scheißegal. Ist für mich kein Standard. Ich lasse mich lieber x-mal betrügen, als das jetzt aufzugeben. Ich will unbedingt einen DJ-Bad-Guy haben. Darf sie machen, ne? Und das ist wirklich, sagt sie, ein gutes Recht. Ich finde nur, und sie scheint ja auch nicht groß runter zu leiden gerade, ich finde nur, das so nach draußen so darzustellen, finde ich ja echt schwierig, ne? Aber ich dachte, ach, wir schaffen das schon. Wenn er sich entschuldigt und das aufrichtig meint, dann habe ich das angenommen und verziehen. Ja. Okay. Ja, das Verzeihen sollte erst kommen, wenn sich da wirklich was getan hat. Das ist ja das Problem, man verzeiht es dann immer und dann geht das gleich wieder von vorne los, ne? Natürlich mit ein bisschen Zeitabstand. Und das ist auch, ich habe kein Trauma davon getragen jedes Mal oder irgendwas, gar nicht. Das liegt in meiner Natur, ich bin nicht nachtragend, ich kann verzeihen. Ja, wie gesagt, ich kenne sie jetzt nicht, aber so reden ganz viele pluspolige Menschen, ne? Ich kann alles verzeihen, ich bin ganz nette und ja, ich weiß auch nicht, ich finde das... Hoffe, sie tut sich damit einen Gefallen, wirklich. Hoffe ich wirklich für sie. Und auch sehr gut ausblenden und verdrängen, was natürlich Vor- und Nachteile hat, ne? Aber so, ich war und war glücklich damit. Wir waren glücklich. Wir haben so viel, was wir teilen und so viele positive Dinge. Wir haben den Lockdown so gut überstanden. Wir haben uns noch nie besser verstanden, ja, weil eben so ein Aspekt wie Auflegen am Wochenende weggefallen ist. Und ne, also da hat man sich ja mal so richtig kennengelernt. Oder auch diese 24-7, die man zusammen auf der... Ja, wie gesagt, wenn jetzt jemand 10 Jahre zusammen ist und es geht über jemand fremd und, weiß nicht, hat eine Midlife-Crisis und keine Ahnung, die Ehe ist in Schieflage gekommen, das passiert mal, man arbeitet es auf. Überhaupt kein Problem. Doch mal einmal Nase putzen, ne? Also überhaupt kein Problem, aber hier haben wir ja, das begleitet ja scheinbar schon einen Großteil ihrer Beziehung immer wieder. Also wie oft, weiß ich natürlich jetzt nicht, aber es gibt immer wieder diese Gerüchte und sie deutet das ja auch an. Dann ist das eben, muss ich mal sagen, ist halt ein Charakterzug von ihm. Ich meine, so ist es, man muss ja sagen, nochmal ins Auge blicken, ne? Und natürlich können Menschen sich ändern, aber es herrscht in dieser Gesellschaft ein völlig falsches Konzept davon, von Änderungen von Menschen. Menschen ändern sich in der Regel nicht grundlegend, sondern werden vielleicht eine bessere Version ihrer selbst. Das schon. Und gerade in solchen Zusammenhängen, wie gesagt, die persönlich kenne ich jetzt nicht, aber was ich in der Paartherapie hatte, hat sich eigentlich nie eine Änderung ergeben, kann ich nur sagen. Ne? Man hat ein völlig falsches Verständnis von, dass dann jemand vielleicht mal 5 Stunden zur Therapie geht und bla 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 und ja, jetzt hat er sich verändert. Also wenn jemand mir mit sowas kommt, sage ich immer, ja, dann warte das doch mal ab, dann lass den noch ein Jahr Therapie machen, lass den trocken werden und wenn er das bewiesen hat. Das ist so, als wenn du immer wieder besoffen Auto fährst und der Richter sagen würde, oh Gott, wenn sie jetzt sagen, sie fahren nicht mehr betrunken Auto, ist überhaupt kein Problem, super. Dann glaube ich ihnen das doch, ne? Der Couch verbringen, das ist ja die Zeit, das ist auch so eine dagegen, was man hat, ist so eine Sache, eine Lappalie in Anführungsstrichen. Ja, also das ist, also sie darf das für sich sagen, muss ich immer wieder sagen, ich respektiere das auch. Aber wie gesagt, wir sind hier in so einem Baby-God-Business, Weltfrauentag, kommt das raus. Und dann zu sagen, es ist eine Lappalie, also das ist auch, was mich oft so aufregt, dass immer alles Hype und Frauen-Empowerment und Frauen an die Macht und bla. Und dann kommt wieder sowas, wo man denkt, das kann ja nicht wahr sein. Ne? Also da wirkt das auf mich auch alles aufgesetzt und nicht wirklich an der Basis aufgebaut. So, ne? Für mich fängt Empowerment da an, wo du klare Grenzen hast. Ne? Wie gesagt, sie kann für sich sagen, das ist für mich keine Grenze. Nur, das macht keinen Sinn, weil da muss man sagen, wir haben eine offene Beziehung, ja, dann date ich eben auch andere Typen, ne? Hier drauf geschissen, ne? Muss natürlich jeder für sich handhaben, wie er möchte und wir führen auch keine offene Beziehung, haben wir auch nie. Ja, aber es ist eigentlich, ich persönlich, das ist nur meine ganz persönliche Meinung, die haben eine teiloffene Beziehung, also wie gesagt, wenn es jetzt einmal passiert wäre, aber es ist ja scheinbar öfters passiert und also wenn mich da Klienten fragen, sage ich mal entweder raus oder wenn die sagen, ich will nicht raus, dann sage ich ja. Das ist natürlich ein bisschen
provokant dann gemeint, oder dann sage ich, ja, dann sag, wir machen jetzt eine offene Beziehung. Und dann ist nämlich plötzlich der andere so, ach du Scheiße, jetzt für dich gelten die gleichen Regeln wie für mich, was ist denn hier los? Aber da kommt dann mal ein bisschen Musik rein in das ganze Spiel, so, weil sie, ich finde, oder ich sag mal, ich stelle mal die Frage, macht sie sich hier zu klein, so, ne? Aber hinter jeder Kulisse sieht es anders aus. Und das darf man nicht vergessen. Nicht, ne? Alle tun immer so, als wäre das Nonplusultra. Und ich kann mich noch genau dran erinnern, dass eine Freundin von mir betrogen wurde. Und ich so, hä? Wie kannst du dem verzeihen? Wie könnt ihr überhaupt noch sagen? Ich war so sauer. Ich konnte das nicht verstehen. Bis man mal selber in der Situation ist und denkt so, okay, Mist. Ne? Ist nicht alles das schwarz und weiß. Nicht alles schwarz und weiß. Doch, bei Dealbreakern ist alles schwarz und weiß. Das ist genau, was ich lehre bei Standards. Kann gerne alles grau sein. Das ist meine Lehre. Bei Dealbreakern ist es schwarz und weiß. Wenn Dealbreaker vorkommen, wird die Beziehung beendet. Und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, ja, das ist doch, ja, weiß ich nicht, sind, wer macht das schon, weiß ich nicht. Aber ich kann euch sagen, aus meiner 100-jährigen Erfahrung als Paartherapeut, wenn jemand fremd geht und der andere kommt so da an mit, ja, ich verzeihe dir, das ist ein Lappalie, das ist wirklich vorprogrammiert, dass das definitiv wieder passiert. Und wenn man das abstellen will, also was ich für viel wirksamer halte als irgendwie eine Therapie oder sowas, also klar, wenn es jetzt eine Therapieindikation gibt, das ist natürlich was anderes, aber was jetzt sehr in Beziehungen angeht, was ich für viel sinnvoller halte, ist, dass sie sagt, das hätte sie natürlich schon längst machen müssen, noch einmal und du bist raus. Und wenn das eine Mal wieder passiert, dann ist er raus, so, ne? Und wenn man das nicht knallhart, das ist das Einzige, was das stoppen kann, so, ne? Dass man selber, das, was ich immer wieder sage, nicht so einen auf, ah, wir sind ja so in der Liebe und ich verzeih dir alles. Also natürlich muss man das dann irgendwann verzeihen, wenn man zusammenbleibt, aber dass man zwischendurch mal so eine Phase hat und dann wirklich auch kühl sagt, das war das letzte Mal, Freundchen, ne? Das ist auch für mich Female oder auch Male Empowerment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Okay, das heißt, du glaubst an eine zweite Chance in der Liebe. Immer. Sorry, das lässt mich echt verzweifeln, Leute, wirklich. Nein, keine zweite Chance in der Liebe. Ich bin sowieso überhaupt kein Freund von zweiten Chancen, wenn es um so krasse Sachen geht. Also ich sage immer, jeder hat seine eine Chance. Und ja, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, hat man da viel größere Bandbreite. Aber letzten Endes, wie gesagt, sie kann für sich definieren, ist kein Dealbreaker, macht sie ja auch hier. Und wie gesagt, ich wünsche dir nur das Allerbeste und dass sie eben mit ihrer Entscheidung so glücklich sind, wie es nur, wie jeder Mensch war, wünsche ich dir wirklich von Herzen. Aber macht das nicht nach, Leute, macht das nicht zu Hause, wirklich, das geht schief, wirklich. Das geht schief, lasst euch das gesagt sein, von jemand, der das jahrzehntelang gemacht hat. Aber gut. Ja, wie seht ihr das? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, das geht noch viel länger. Ich verlinke euch das hier drunter. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.